Jo. Und bei OBS wieder alles müssen umstellen. Blackie sieht heute glücklich aus. Ein Warnung von Starlet Town. Mach mit bei der Stadtreinigung morgen am 27. Sommertag. 9 Uhr arbeiten wir Hand in Hand, entsorgen den Müll und danach Spaß bei lustigen Spielen. Badeanzüge sind willkommen, aber nicht verpflichtend. Getränke werden bereitgestellt. Früchte. Zu unseren Viechern schauen. Schon lange nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie weit wir sind. Einsammeln. Bin ich üben und bin Schere nicht dabei. Also, Eva.
Ach du meine Güte, der große Tag rückt näher. Ich werde mit all dieser Aufregung nicht fertig. Also was passiert denn? Ich bin so aufgekratzt, aber auch so überlegt. Alles bereit für den morgigen Reinigungstag? Ich trinke und trinken nicht vergessen. Alles grün, Smoothie geben. Wow, Rucola, danke dir. Meine Schwester hat gesagt, dass mir das gefällt. Habe gesehen, dass Soraya den ganzen Sommer lang für den Schwimmwettbewerb trainiert hat. Er hat es morgen auf die Trophäe abgesehen, Rucola. Du solltest lieber in Bestform sein. Wow, du bist so süß. Ich danke dir. Ich hab gar nicht auf den Kalender geschaut. Oh, stimmt, morgen ist der große Tag. Wir reinigen den Strand. Wie aufregend. Eva Pfingstrose. Wow, woher wusstest du, dass ich mir das wünsche? Okay. Gehst du morgen an den Strand? Ja. Ich gehe vielleicht. Wenn du mich fragst, dann ist das Tauziehen der Höhepunkt des Tauziehens. Dabei geht es nicht um Muskelkraft, sondern um Teamarbeit und Strategie. Mutter Erde wird morgen eine ganz starke Verbindung mit uns eingehen. Wir werden dem Strand all die Liebe und Reinigung zukommen lassen, die er braucht. Hallo Rucola, schön dich hier zu sehen. Suchst du nach dem Samen mit dem höchsten Ertrag? Ja, eigentlich schon, aber nein. Einkaufen. Ich habe gar nicht in mein Greenhouse geschaut. Habe ich das schon? Ja. Habe ich nicht gesehen. Es ist wieder diese Jahreszeit, Rucola. Komm morgen zum Strand und du wirst schon sehen, wovon ich rede. Ich werde nächsten Sommer hier sein. Warum denn auch nicht? Ich hüte es zu sehr vermissen. Ja, das ist fabelhaft, mein Schatz. Vielen Dank. Vergiss bloß nicht, deine Dehnübungen vor der Reinigungsaktion zu machen, Rucola. Vertrau mir, das hilft. Der Insektenfleischkäfig. Ich hätte heute nicht mit einem Geschenk gerechnet. Was für eine schöne Überraschung. Soll ich morgen meinen Badeanzug mitnehmen? Es kommt mir ein bisschen zu heiß vor für normale Klamotten. Uff, morgen wird es sehr heiß. Darauf freue ich mich nicht besonders. Man kann einfach in den Ozean springen, wenn es einem zu heiß wird.
um sich ein bisschen abzukühlen. Stehst du, nur nicht überhitzen. Drück die Daumen, dass die Filmrolle heute Abend ankommen. Dass die Filmrollen heute Abend ankommen. Ich wäre richtig sauer, wenn sie mir während der Reinigungsaktion ausgehen würden. Oder? Bisschen Heu für Silo. Ich habe alles beisammen für die Strandreinigung morgen. Sonnencreme, Wasser, was noch? Die Strandreinigung ist eine tolle Sache, aber wir müssen auch daran denken, weniger Plastik zu verwenden und zu recyceln. Suki, haha, fantastisch, danke. Eleonore, die Sanchez-Brüder sind normalerweise als Erste dort. Sie bereiten immer im Morgengrauen die Dekoration am Strand vor. Gute Männer. Schluck Kaffee. Lecker. Kompost.
Einfach hier raus. Bin ich ja noch gar nirgends. There's one of these thoughts. Evchen. Reisen mit Riesen. Ach, können wir schauen, hinter Pauls Haus weg. Uh-uh-uh.
Hartholstein. Jo. Ich vertraue auf mein eigenes Getränk. Ich habe da dieses Rezept für einen besonderen Eistee. Der ist einfach perfekt für einen Tag wie den morgigen Kugel. Kugelfisch ist gut, spielt aber nicht in meiner Liga. Nun ja, Hallöchen, ich konnte gar nicht anders als dich von hier aus zu bemerken. Ich schnau die offen. Bin eigentlich gar nirgends. Befreie den Windriese. Oha. Ich bin ja noch gar
Ebene. Hier. Lasermausblüte. Jawohl. Ist ein Fisch an, da ist, und da ist er schon. Auerhorn. Tagebuch. Blauer Horn. Schock gespendet. Zurück. So, zu Bett. Auf deine Elektro. Suki. 820.
Ja, und das war es. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst auf dem Abo. Und das Abo und den Kanal abonnieren, das würde mir helfen. Und ich hoffe, wir bekommen mehr Abonnenten. Merci fürs Zuschauen und see you next time.